Das hier war meine erste Begegnung mit Jesus. Mach Kamera aus! Hurensohn bist du! Einen Fernsehbeitrag und Millionen Klicks später habe ich ihn gefragt. Jesus, wie wär's mit einem Interview? Ich weiß ja nicht, ob ihr schon unsere Folge gesehen habt über die Autoposer, Tuner, Sportwagenfahrer, die Nadja gemacht hat. Dicke Autos. Ich könnte mich gerne anhalten. Das Coole ist einfach, dass sie nichts machen können. Harte Polizisten. Wie heftig ist der Konflikt in der Poser-Szene? Wenn ihr sie gesehen habt, dann erinnert ihr euch bestimmt an die Szene mit Jesus. Guten Tag. Habt ihr mich endlich, ja? Die Polizei. Die Aufnahmen von Jesus sind ja schon ein bisschen älter, hat Nadja auch dazu gesagt. Ich habe die schon vor ein paar Monaten gemacht für einen Fernsehbeitrag, der dann im NDR lief. Nächtlicher Einsatz für die Kontrollgruppe Autoposer. Und seitdem ist relativ viel passiert. Die 187 Straßenbande, also die Crew von Jesus, hat den Beitrag selber auf YouTube hochgeladen, haben ihn überall geteilt. Ziemlich viele Leute haben ihn gesehen. Jesus selber fand ihn offenbar so geil, dass er ihn sogar auf seinem Album gesampelt hat. Obacht, ne? Der ist hochentzündlich, der Typ. Die Polizei. Ich hätte gerne einen Führerschein, Fahrzeugschein, Ausweis gesehen. Er soll Kamera ausmachen. Hurensohn bist du. Das Album von Jesus hat einen ziemlichen Hype bekommen. Sogar so Medien wie der Spiegel oder die Zeit haben darüber berichtet. Wird das jetzt eine feulutonistisch betriebene Feier des Vulgären? Was ist feulutonistisch? Ich habe dieses Wort noch nie gehört. Feulutonistisch? Was? Und, da wird's interessant. Jesus feiert das ziemlich, wenn Medien wie wir oder eben Zeit, Spiegel über ihn berichten. Meine Fresse, in der Zeit, wer hätte das gedacht? Aber gleichzeitig spricht er nicht mit Journalisten, mag keine Journalisten, gibt keine Interviews, was ein bisschen Widerspruch ist. Und da dachte ich mir, Challenge accepted. Ich will also ein Interview mit Jesus bekommen. Zuerst versuche ich es über seine Plattenfirma. Danach schreibe ich ihn direkt an, über alle Kanäle. Aber keine Antwort. Denn was Jesus von so typischen Journalistenfragen hält, erklärt er ausgerechnet in dem Song, in dem das Sample von meinem Beitrag auftaucht. Und zwar wie gewohnt ziemlich deutlich. Sie fragen Jesus, warum bist du nur so? Warum immer diese Sachen, aber nichts mit Niveau? Warum dies, warum das, warum nicht einmal mit Message? Und ich denk mir nur, warum hältst du nicht einfach die Fresse? Ich hab's auch nochmal über das Tattoo-Studio probiert. Die haben hier so ein Tattoo-Studio in Hamburg, wo sie auch oft abhängen. Gab keine Antworten, deswegen fahren wir jetzt einfach direkt dahin. Es könnte sehr unangenehm werden jetzt. Es ist erst jetzt vor kurzem viral gegangen, ein Video, wie Jesus in der Kaifu Lodge ist, in einem Freibad hier in Hamburg. Und irgendein Typ ihn darauf hinweist, dass er mit seinem Glas nicht irgendwie das Gelände verlassen darf. Und Jesus tickt total aus. Willst du mit mir reden? Komm, wir reden. Hä? Nimm mal deine Brille ab, wir reden. Boah, Digga. Komm, nimm mal deine Brille ab und wir reden, Digga. Entspann dich jetzt. Du kleine Fotze. Entspann dich. Du bist eine kleine Fotze für mich. In meinen Augen bist du eine Fotze. Entspann dich. Du bist eine Fotze. Entspann dich selber, du kleine Hunde. Lass dich nicht entspannen und entspann du dich selbst auch. Halt deine Fresse, du kleine Hunde. Das letzte Mal, als ich auf ihn getroffen bin, bei diesem Beitrag, da war er auch eher ungehalten. Hurensohn! Hurensohn bist du! Da war aber halt die Polizei dabei. Diesmal habe ich nur dich dabei, Timo. Und ich habe auch ehrlich gesagt voll keinen Bock. Ich wurde da reingetrickst in die Sache. Ich glaube, auf seinem Level, was irgendwie anschreien, beschimpfen, drohen und im schlimmsten Fall auch körperliche Gewalt angeht, bin ich ihm auf jeden Fall deutlich unterlegen. Deswegen werde ich auch versuchen, es gar nicht auf dieses Level zu heben. Die Frage ist, ob ich das selber in der Hand habe. Aber zu einer Konfrontation kommt es dann nicht. Vor dem Tattoo-Studio kein Jesus. Nur ein paar Fans, die auf Autogramme der 187er hoffen. Vor der Kamera sprechen wollen auch die nicht. Und auch im Tattoo-Studio kommen wir nicht weiter. Da sagt uns ein Mitarbeiter: Grundsätzlich keine Interviews mit der Presse, wisst ihr ja. Und auch dieser Weg, also es wäre jetzt natürlich irgendwie, hätte sein können, dass wir sie hier direkt treffen, zufällig, aber da hatten wir wohl kein Glück. An dem Punkt habe ich aber noch nicht ganz aufgegeben. Also es gibt nämlich, was man jetzt wirklich nicht denken würde, hätte ich selber auch nicht gedacht, erstaunlich viele Querverbindungen zwischen Jesus und mir.
Nur ein Beispiel, der Cutte, der mit mir damals den Beitrag für den NDR geschnitten hat, hat früher mit Jizzes und den anderen 187ern zusammen Musik gemacht, hat die irgendwie mitproduziert. Oder eine andere Verbindung, ein Freund von mir hat früher gerappt, so hobbymäßig, und dessen DJ damals ist bei der Musik geblieben, hat richtig Karriere gemacht und hat jetzt zuletzt das Album von Jizzes produziert. Also es gab so ein paar Anfragen, ein paar Leute, die ich irgendwie anhauen konnte. Aber die Antwort war überall die gleiche. Erstens mal an Jizzes selber ranzukommen, gar nicht möglich, weil er ja keine Journalisten mag. Und auch die Leute haben gesagt, sie sprechen nicht vor einer Kamera mit mir über Jizzes. Also, alles vergeblich. Ich hatte dann auch langsam keinen Bock mehr, weil ich mich schon gefühlt habe wie so ein 187-Groupie, das überall Jizzes auflauert und versucht, ihn zu treffen. Ich hatte noch einen Versuch, den ich noch wagen wollte. Wenn ihr den Beitrag gesehen habt, ich weiß nicht, erinnert ihr euch an Yassin? Yassin war damals zusammen mit Jizzes von der Polizei gestoppt worden. Wissen Sie, warum wir sie überhaupt angehalten haben? Ja, ich glaube, das war ein bisschen laut, ne? Treten Sie bitte einmal kurz aufs Gas ordentlich. Alles klar. Die Überfahrt ist jetzt hier vorbei. Wir werden das Fahrzeug jetzt einmal sicherstellen. Für Yassin lief der Abend damals ja nicht so geil, aber trotzdem hat das irgendwie alles mit Humor genommen. Ja, ist einfach cool, ne? Also macht Spaß. Sieht schick aus, das Auto auch. Macht Spaß, ja. Ist cool. War auch so ein ganz sympathischer Typ. Ich habe damals Nummern mit ihm ausgetauscht und habe gedacht, ich könnte es ja jetzt nochmal über Yassin irgendwie versuchen. Gut für Yassin, er hat inzwischen ein neues Auto. Hi! Na, alles gut? Das heißt, du hast es ein halbes Jahr so ungefähr? Ja. Doch auch er will nicht über Jizzes sprechen. Ja, warum? Ja, weiß ich nicht. Macht man nicht so. Man fragt nicht oder man antwortet nicht? So, man fragt nicht so, weißt du? Das wollen sie auch grundsätzlich nicht, ne? Dass man irgendwie mit entweder reden die selber oder keiner so, ahnst du? Ja, ja. Vor allem, wenn die jemanden kennen, so, die kennen mich ja. Ja. So oft, ich kenne die. Und nachher sagen die, irgendwas redet einfach im Fernsehen auf den über uns oder so. Ja, ja. Gehört sich nicht. Ich würde auch nicht über dich reden jetzt irgendwo, verstehst du? Ja, ja. Ja. Gut, ich bin auch nicht ganz so bekannt wie Jizzes. Natürlich nicht, aber im Allgemeinen nicht so. Ich bin jetzt nicht der Reder von denen oder so. Du bist nicht ihr Sprecher, ja, ne? Ja, genau. Yeah. Weitere Fragen zwecklos. Wie hast du eigentlich, ne, also ich frage jetzt nur nach dir, wie hast du Jizzes kennengelernt? Durch Kollegen und so. Auch durch Freunde. Macht gute Musik, allgemein die Musik von denen feiere ich. Ich hab's dann als letzten Versuch, bin ich sogar noch mal zum Tattoo-Studio gegangen und hab's da noch mal probiert. Hab sogar eine Karte für Jizzes geschrieben. Auf einem alten Foto von ihm. Haben gedacht, dass wir vielleicht, weil ich glaube, es gibt nichts, was Jizzes so sehr interessiert wie Jizzes selbst. Und wir dachten uns, dass wir vielleicht mit einem Kindheitsfoto von ihm sein Herz erweichen können. Das ist das Tattoo-Studio 187. Das ist die wunderschöne Karte, die ich da gleich abgebe an Jizzes. Aber alles vergeblich. Wahrscheinlich hat er gute Gründe dafür. Wahrscheinlich wäre es nicht so gut für Jizzes, wenn er sich irgendwelchen Journalisten stellen würde und sich damit noch am Ende um Kopf und Kragen redet. Es ist gut, wenn man seine Grenzen kennt. Wir haben uns jetzt entschieden, einfach nochmal die komplette Kontrolle, die Aufnahmen, die wir davon haben, sozusagen im Director's Cut euch zu präsentieren. Einfach so zur Unterhaltung, holt euch Popcorn und viel Spaß mit Jizzes und der Poser-Polizei. Oh, welcher von beiden denn? Ach, das ist Jizzes von 187. Die sind beide, die blubbern beide wie Sau. Oh, wie kriegen wir die denn jetzt beide? Das ist natürlich eine heiße Geschichte. Auto ranholen noch. Ja, mach mal bitte. Wir verfolgen zwei Fahrzeuge, bräuchten mal einen Streifenwagen, der uns auf dem Ring 1 unterstützt. Die Fahrzeugführer sind soweit auch bekannt und als aggressiv eingestuft. Mach mal Licht an, bitte. Müssen wir beide anhalten? Mach mal Licht. Okay, wir fahren für dem hinterher. Obacht, ne? Der ist hochentzündlich, der Typ. Mach mal die Heule aus. Guten Tag. Habt ihr mich endlich, ja? Die Polizei. Ich hätte gerne einmal Führerschein, Fahrzeugschein, Ausweis gesehen. Ausweis, Führerschein habe ich nicht dabei. Das ist schlecht. Das weiß ich. Aber Führerschein, haben Sie noch einen? Ja, ja, ich habe. Führerschein ist die Plastikkarte? Oh, nicht mit Kamera. Was soll das? Er soll Kamera ausmachen. Mach Kamera aus! Was soll das? Er soll Kamera ausmachen! Alles gut. Herr, Hurensohn! Sie sind Herr... Hurensohn bist du! Sie sind Herr... Natürlich bin ich Okay, nehmen Sie bitte Ihre Hände aus den Taschen. Okay, und gleich ein bisschen Abstand halten. Ihr Fahrzeug war gerade sehr, sehr laut, als Sie gefahren sind. Okay. Ja?
Ist der entsprechende Modus irgendwie, Fahrmodus eingestellt worden oder ist das technisch verändert worden, das Fahrzeug soweit? Nein, ist nicht technisch verändert. Ist nichts technisch verändert? Nein, nicht technisch verändert. Weil hier auf dem Fahrzeugschein sind ja auch keine Veränderungen dran. Haben Sie noch irgendwelche anderen Sachen zu den anderen Felgen zum Beispiel? Nein, ich habe gar nichts. Gar nichts? Aber die haben Betriebserlaubnis. Die haben Betriebserlaubnis. Haben Sie aber Dokumente dazu? Ich habe das Dokument nicht, müsste ich den Typen anrufen, von dem ich die Felgen habe, aber das könnte ich nachher. Sie werden den Wagen ja sowieso jetzt mitnehmen, denke ich mal. Ne? Weiß ich noch nicht. Ja? Also ist da was, fehlt Mittelschalldämpfer oder irgendwas? Nein, oder was ist das? Nichts. Ist mit Klappe. Es ist mit einer Klappensteuerung. Genau. Okay, alles klar. Dann gucken wir uns das mal an. Tatsächlich haben wir Sie so, also ich kenne Sie als Person natürlich, aber überhaupt nicht am Schirm gehabt. Sie sind nur gerade mit dem Weißen relativ laut durch die Gegend gefahren. Ja, klar. Und das ist dann natürlich wieder wo wir irgendwie zusammenkommen. So, ich mache mal Folgendes. Ich schreibe mir einmal ganz kurz noch die Daten auf. Wann haben Sie den Führerschein ungefähr gemacht? Februar diesen Jahres. Instagram habe ich nämlich ein schönes Video gemacht, wo ich dann erstmal den Wagen bewegen durfte. Ja, okay. Und dann kann ich Ihnen ganz genau sagen, am 13. Februar, wie ich gesagt habe. 13. Februar, 17, ja? Genau. Okay, alles klar. Hier ist meine Garage, verdammt. Machen wir wieder auf der anderen Seite. Was ist das? Das ist der Fahrzeugschein. Ach so, ja. Ich habe Unterlagen, aber ich muss sie einfordern von Ihnen. Von dem, der mir die vertickert hat. So. Ich müsste den Typen anrufen. Ich habe die Nummer selber nicht, die Nummer, aber ich treffe mich gleich wieder mit einem Kumpel und dann kriege ich die Nummer durchgegeben. Dann würde ich anrufen. Er hat mir auch gesagt, wenn was ist wegen Betriebserlaubnis, ruf mich an, schicke ich dir rüber. Eine Abgasanlage, irgendwas verändert worden? Ja, ich denke schon, ist eine andere Abgasanlage. Ne? Ist eine andere Abgasanlage? Ja, genau. Also, okay. Aber, ich bräuchte auch irgendeine. Denken Sie bitte an die Hände, dass Sie aus den Taschen gehen. Wie gesagt, also ist eine Klappe drin. Ne? Also eigentlich kann der nicht zu laut sein. Ja? Gucke ich mir gleich mal an. Müssen wir noch mal wie uns unter das Auto legen. Wie wir. Ist das denn überhaupt legal, eine Klappe zu haben? Das ist, wenn das genehmigt ist, wenn das vom Fahrzeughersteller soweit irgendwie durch die Genehmigung gebracht wurde, ist das legal, ja. Aha. Genau. Einmal bitte Motor noch mal an, Felgen komplett einschlagen und die Motorhaube aufmachen. Glauben Sie mir, ich weiß nicht, wie die Motorhaube aufgeht. Wissen Sie wirklich nicht? Nein, die sind Mechaniker, wenn Sie mal gucken vielleicht. Ja. Lassen Sie mal ganz kurz. Da. Ganz am Rand. Und die Räder noch mal einmal komplett einschlagen. Genau. Und jetzt Motor wieder aus, bitte. Da ist irgendwo so ein Hebel. Schauen Sie doch mal, Sie haben das doch gelernt. Ich hab das nicht gelernt. Ich kann den Wagen fahren, aber... Ich bin tatsächlich einfach nur Polizist, ich bin gar kein Kfz-Mensch. Sie haben nicht immer erzählt, dass Sie Mechaniker sind. Nee, das ist ein Kollege von mir. Ich habe einen Gesellen und bald auch einen Meister bei mir in der Truppe, aber... Also wie gesagt, am Motor habe ich gar nichts gemacht. Das sieht soweit aber erstmal alles in Ordnung aus. Nee, Motor, das ist doch eh schon V8, was soll ich da noch machen? Dann hätte ich mir einen 63er geholt, weißt du, dann hätte ich, hätte ich mehr gehabt, aber was soll ich mit einem 63er, ne? Alles klar. Gut, wir hören uns den gleich nochmal an, machen nochmal eine Geräuschmessung. Ja. Ja, dazu gucke ich gleich nochmal, wie viel Umdrehung. Und dann hätte ich das gerne, dass Sie sich einmal an Steuer setzen, einen gewissen Drehzahlbereich dann ansteuern und wir messen das Ganze einmal. So, wenn der Kollege gleich soweit ist, dann auf 4500 Umdrehung kurz halten und dann schlagartig runternehmen. Okay. Und, was hat er? 96,5. Ah, das ist 4 drüber oder was? Warum steht da, ich dachte 91 darf man haben. Nee, in Ihrem Fahrzeugschein stehen vom Standgeräusch, was wir jetzt hier messen können, also wir können das jetzt hier nur im Stehen messen, zeige ich Ihnen. Sind das hier U1 84 Dezibel bei 4500 Umdrehungen. Okay. Ja. Wir machen noch eine zweite Messung, noch eine Vergleichsmessung. Vielleicht versuchen Sie noch ein bisschen geschmeidiger hochzutouren und das dann einmal kurz zu halten. Okay. Ja. Ja. Du sagst, wenn du fertig bist. Jo. Okay, und los. Was haben wir?
5 abgezogen. Sind wir bei 86. Sind wir bei 2 Dezibel zu viel? Ja, das ist nicht die Macht. Machen wir noch eine. Machen wir noch eine dritte, genau. Machen wir alle. Jungs, verpisst euch. Wollt ihr mich verarschen oder was? Okay, los geht's. Ein bisschen weniger als 4,5. Ja. Wir jetzt noch hier. Ja, wir gucken mal. Ich lege mich noch mal kurz auf der anderen Seite drunter. Ach, den kann ich auch einstecken. Dann gucken wir das noch mal an. Also es soll alles legal sein. So wurde mir das gesagt. Ja, das Problem ist halt, wir brauchen irgendeine Bescheinigung, dass es legal ist. Jetzt sofort. Naja, ich müsste es schon irgendwie sehen, weil auf dem Fahrzeugschein steht es ja leider nicht. Ja. Können wir mal runterfahren jetzt? Ganz runterfahren und nach rechts einlenken, bitte. Also eigentlich. Das ist gut, Platz. Top. Also mir gefällt der Wagen so, wie er ist. Ja, klar. Wir machen Folgendes. Wir werden Ihnen eine Mängelmeldung mitgeben. Ja. Da müssen Sie uns dann innerhalb eines gewissen Zeitraumes einmal die Zulässigkeit der Felgen und der Abgasanlage vorweisen. Ja, im ja. schlimmsten Falle wird das Fahrzeug stillgelegt, also müssten Sie schon ein bisschen tätig werden. Ja, ja, klar. Ja? Nee, gut. Ja gesagt. Genau, wenn Sie vom TÜV haben Sie ja ein Papier gekriegt, das ist eingetragen. Genau. Dass Sie eine Abnahme vom TÜV haben. Genau. Damit fahren Sie zur Zulassungsstelle. Ja. Die tragen das in Ihre Papiere ein, den Zulassungsbescheinigung Teil 1. Aha. Und geben denen das. Alles klar. Dann wird das unterschrieben. Okay. Das ist alles in Ordnung. Alles klar. Okay. Tschüssi. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Komm her, ich zeig dir was. Komm mal zu Papa ran hier. Guck dir das mal an hier. Ja, das ist schön, ne? Das ist was Feines, was ganz was Feines. Ja. 187! Also wer fängt jetzt an? Du fängst an, ne? Aber jetzt soll ich sagen, wie fandet ihr den Film Lasst ein Like da, oder wie? Ja, du sagst jetzt so nach dem Motto, hey, und, wie hat euch dieser Film gefallen? Ach, das ist immer scheiße, wie hat euch dieser Film gefallen, ne? Ey. Ich weiß nicht, worum geht's denn? Du triffst Jesus, ne? Nee, ich treffe ihn nicht. Ach, du triffst ihn gar nicht, ne? Wir können ja die Leute fragen, und wenn ihr irgendwann mal Jesus trefft, dann könnt ihr uns das ja auch noch mal schreiben. Ne? Oder wir geben eine Botschaft für Jesus ab. Nee. Okay, ich habe eine Idee. Ah ja, so. Okay, wir machen einfach. Genau, also. Okay, können wir David? Okay, cool. Der nimmt bestimmt schon die ganze Zeit schon, auf. Ich habe schon alles, was ich brauche. Okay, geil. Okay, wir versuchen trotzdem ja, nochmal was trotzdem. Seriöses. So. Okay, cool. So, okay.